Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines GVG-Tutorials. Dies ist die 11. Folge und dieses Mal soll es um das Hauptquartier gehen. Zunächst wollen wir erstmal schauen, wie sieht denn überhaupt das Hauptquartier aus? Wie findet ihr euer Hauptquartier überhaupt? Also, es ist grundsätzlich so, dass ihr in jedem Zeitalter ein Hauptquartier habt, in dem ihr Karten besetzt habt. Aber ihr habt auch nur exakt ein Hauptquartier. Wenn ihr hier jetzt mal nach euren Sektoren guckt, dann seht ihr, es gibt hier jede Menge Türme und es gibt hier ein Gebäude, das ist ein bisschen größer als alle anderen. Und das ist eben das Hauptquartier. Das sieht auch überall ein bisschen anders aus. In der Eisenzeit sieht es halt ein bisschen aus wie so ein, naja, Kastell. Ich weiß nicht genau, wie die Römer das geschimpft haben. Wenn man jetzt hier ins späte Mittelalter geht, dann sieht es eher aus wie eine Burg. Und wenn man in die Jahrhundertwende geht, ja, dann vielleicht schon fast wie so ein Industriegebäude. Oder in der Zukunft sieht es dann sehr futuristisch aus. Also es hat immer einen gewissen eigenen Stil, der auch immer ein bisschen an das Zeitalter angepasst ist, in dem ja die Karte ist. Und es ist immer das größte und auffälligste Gebäude auf euren Sektoren. So. Ich wechsle jetzt hier mal auf die Karte der Postmoderne, um euch nochmal an etwas zu erinnern, was ich schon mal in Folge 7 und 8, wo es um die Sektoren, die man angreifen kann, und um die Belagerungsarmeen ging. Und zwar hatte ich da bereits erwähnt, dass man das Hauptquartier dazu benutzen kann, Sektoren anzugreifen, die man sonst nicht mehr angreifen könnte. Hier ist so ein Beispiel vorhanden. Ich zeige euch erstmal den Standardfall. Ihr habt jetzt hier beispielsweise einen Sektor, der ist ungeschützt von euch, der hat kein Schild drauf und ihr könntet jetzt beispielsweise hier diesen Sektor angreifen, indem ihr eine Armee auswählt und eine Belagerungsarmee stellt. Was ihr nicht könnt, ist beispielsweise von diesem Sektor aus diesen Sektor angreifen. Und zwar mit der Begründung, der Sektor grenzt nicht an das Hauptquartier oder einen ungeschützten Sektor eurer Gilde. Und das ist auch schon der Trick des Ganzen. Wenn ihr nämlich euer Hauptquartier noch nicht verlegt habt und es nochmal verlegen könnt, dann könnt ihr das beispielsweise hierhin verlegen und damit eben zusätzliche angrenzende Sektoren einnehmen. Das könnt ihr aber auch nur exakt einmal machen, und zwar pro Berechnung. Die Berechnung findet ja immer um 20 Uhr statt. Und wenn ihr euer Hauptquartier bereits verlegt habt, dann könnt ihr es nicht noch einmal erneut verlegen. Das kann ich euch in einem Zeitalter zeigen, wo wir aktuell nicht so aktiv sind. Ich glaube, die Gegenwart bietet sich da an. Da steht das Hauptquartier aktuell hier unten. Und ich möchte das gerne einfach mal hierhin verlegen und drücke dazu in dem Menü auf den Knopf Hauptquartier verlagern. Jetzt hüpft das Hauptquartier dorthin. Es ist also hier hingewandert und man kann das auch im Ereignisprotokoll nachvollziehen, dass ich gerade eben vor wenigen Sekunden dieses Hauptquartier verlegt habe. Also ihr könnt es immer für die eigene Gilde sehen, wer das Hauptquartier wann ungefähr verlegt hat. Zumindest sollte es noch im Ereignisprotokoll auffindbar sein, weil das wandert ja irgendwann unten durch und man sieht es dann nicht mehr. Wie gesagt, ihr könnt das Hauptquartier nur exakt einmal verlegen. Wenn ich jetzt hier nochmal versuchen würde, das Hauptquartier erneut zu verlegen, dann bekommt die Fehlermeldung, dass das Hauptquartier erst nach der nächsten Berechnung verlagert werden kann. Also nach 20 Uhr morgen. Was man mit dem Hauptquartier nicht machen kann, ist den Sektor, auf dem es steht, freigeben. Man kann eigentlich jeden Sektor freigeben, außer eben diesen. Ihr seht hier, das Menü ist eingeschränkt und es enthält weniger Knöpfe. Es gibt eben den Knopf Hauptquartier verlagern nicht, weil das ja eben das Hauptquartier ist.
und es gibt den Knopf Freiheit gewähren nicht. Wenn man also vorhat, diesen Sektor freizugeben, muss man vorher zwingend das Hauptquartier verlagern. Wenn ihr vorhabt, den Sektor freizugeben und das Hauptquartier bereits verlagert habt, dann ist das nicht möglich. Dann könnt ihr diesen Sektor nicht freigeben. Ein weiterer Grund, das Hauptquartier zu verlagern, außer an Sektoren heranzukommen, die man sonst nicht mehr angreifen kann, ist beispielsweise dem Feind es etwas schwerer zu machen, bestimmte Sektoren zu erobern. Denn das Hauptquartier ist das bestverteidigste Gebäude. Das heißt nicht, dass dort die besten Einheiten drin stehen, sondern dass das Hauptquartier den höchsten Verteidigungsboost hat. Da müssen wir jetzt aber erstmal in ein Zeitalter gehen, wo das Hauptquartier noch nicht verlegt wurde. Das hier ist beispielsweise in der Zukunft der Fall. Hier kann ich auf den Sektor klicken, auf die Sektoransicht und kann hier mit der Maus drüber hovern. Und ihr seht jetzt hier einen Verstärkungsbonus von plus 75%. Und das ist der höchste Verstärkungsbonus, den ein Sektor haben kann. Und nur das Hauptquartier hat den höchsten Verstärkungsbonus. Wenn man jetzt auf einen anderen Sektor klickt, der nicht das Hauptquartier ist und dort auf die Sektoransicht geht, dann sieht man, hier gibt es nur noch einen Verstärkungsbonus von 50%. Das heißt, dass die Einheiten, die hier verteidigen, eben einen zusätzlichen Verstärkungsbonus von 50% haben. Also denke ich, plus 50% Angriff und Verteidigung für die verteidigende Verteidigungsarmee. Ein bisschen ein schwieriger Satz, aber so sollte es sein. Was ihr dabei bedenken müsst, ist, dass dieser Bonus nur auf den Sektor anfällt, auf dem das Hauptquartier zum Abrechnungszeitraum stand. Ich bin jetzt nochmal zurückgegangen in die Gegenwart, wo wir das Hauptquartier verlegt haben und klicke jetzt hier mal auf die Sektoransicht. Und wir sehen hier, dass hier ein Verstärkungsbonus von 50% drauf ist. Jetzt könnte man denken, das ist der höchste Bonus, aber ich gehe jetzt hier mal auf den Nachbarsektor und wir sehen auch hier, dieser Sektor hat 50%. Und jetzt schauen wir mal auf den Sektor, auf dem das Hauptquartier vorher stand, bevor wir es verlegt haben, und können erkennen, dass das der Sektor ist, der 75% hat. Also der Sektor, der diesen zusätzlichen Bonus hat, den das Hauptquartier bringt. Was bedeutet das? Diese Boni werden immer na erst nach der Abrechnung verliehen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel auf diese Karte gucken und annehmen würden, dass vielleicht diese benachbarte Gilde Attacco uns angreifen würde, hier auf diesem Sektor, dann habe ich zwar dieses Hauptquartier hin verlegt, aber die Einheiten, die hier drin stehen, haben trotzdem nur plus 50% Verstärkungsbonus und nicht eben diese plus 75%, die das Hauptquartier bringt. Das heißt, das würde erst etwas bringen, wenn diese Gilde sich morgen nach der Abrechnung entscheidet, uns hier anzugreifen. Und dann würde dieser Verstärkungsbonus eben in Kraft treten. Dieser zusätzliche Verstärkungsbonus. Wie ihr euch aber vielleicht denken könnt, ist dieser Verstärkungsbonus eigentlich gar nicht so interessant. Also, was meine ich damit? Eure eigenen Einheiten haben wahrscheinlich schon einen deutlich höheren Angriffsbonus der angreifenden Armee bzw. Verteidigungsbonus der verteidigenden Armee als diese plus 50%. Wenn ich jetzt mal bei mir schaue, ich habe eben über 1000 Angriffsbonus und über 700 Verteidigungsbonus. Und da macht es auch gar nicht so den großen Unterschied, ob jetzt hier ein Verstärkungsbonus von plus 50% drauf oder plus 75%. Das heißt, dieser ganze Verstärkungsbonus ist auch eher eine sehr, sehr kleine Verbesserung, die das Hauptquartier bringen kann. Für eine weitere Besonderheit gehe ich jetzt mal auf eine Karte, wo wir gerade keine eigenen Sektoren haben. Und zwar müsst ihr berücksichtigen, dass wenn ihr gerade neu landet,
euer Hauptquartier auf dem Sektor landet, was ihr zuerst erobert. Wenn ich jetzt beispielsweise hier angreifen wollen würde und hier oben, das geht ja, ich kann hier eine Belagerungsarmee stellen und während die hier noch nicht eingenommen ist, kann ich da oben eine zweite Belagerungsarmee stellen. Ich kann das mal grob demonstrieren, weil diesen Sektor hier würde ich nämlich auch ganz gerne erobern. Und ihr könnt ja jetzt hier im gleichen Zuge auch noch eine Belagerungsarmee stellen und eben diese beiden Sektoren holen. Das ist ja möglich. Ihr könnt im Prinzip alle offenen Strandsektoren holen. Also ihr könntet ja überall hier, wo noch Strandsektoren ohne Schild sind, Belagerungsarmeen stellen und all diese Sektoren einnehmen. Aber wichtig dabei ist, ihr könnt nur auf einem dieser Sektoren am Ende das Hauptquartier haben. Und das ist eben der Sektor, den ihr als erstes erobert. Also, wenn ihr sowas vorhabt und auf verschiedenen Strandsektoren auf einmal landen wollt, dann müsst ihr euch vorher gut überlegen, auf welchem soll denn am Ende das Hauptquartier stehen, weil ihr nur von diesem Sektor aus eben noch weitere Sektoren erobern könnt. Weil das Problem, das ihr sofort habt, wenn ihr einen Sektor am Strand erobert, ist, dass dieser Sektor dann ein Schild drauf hat. Das heißt, ihr könnt grundsätzlich erstmal keine benachbarten Sektoren angreifen, es sei denn, dieser Sektor ist euer Hauptquartier. Und da es üblicherweise immer der Fall ist, dass ihr an einem Strand landet und euer Hauptquartier dort gelandet ist, fällt es oft gar nicht so auf, dass es so relevant ist, in dem Fall, wo man neu landet. Aber wenn man eben verteilt landet und an mehreren Positionen gleichzeitig landet, dann fällt es sofort auf, dass man beispielsweise hätte ich jetzt hier eben auch eine Belagerungsarmee gestellt und hätte diesen Sektor auch eingenommen, dann hätte ich diesen Sektor hier nicht angreifen können, obwohl er ein benachbarter Sektor ist und kein Schild drauf hat. Eben, weil das Hauptquartier hier unten steht. Und wenn ich den Sektor dann angreifen hätte wollen, dann hätte ich das Hauptquartier zunächst hier oben hin verlagern müssen. Das ist aber nicht unbedingt das, was man will. Und deswegen sollte man da strategisch koordiniert vorgehen und das auch mit den anderen Gildenmitgliedern absprechen. Okay, passt mal auf, wir stellen hier an verschiedenen Orten Belagerungsarmeen. Wir müssen die alle einnehmen, aber zuerst muss der folgende Sektor eingenommen werden. Also sowas muss halt gut abgesprochen werden, weil wenn jemand auf die Karte kommt und sieht, ah, okay, hier steht eine Belagerungsarmee hier oben, ja, aber eigentlich soll der Sektor hier eingenommen werden. Aber dieser Sektor wird zuerst gesehen, wo die Belagerungsarmee steht. Dann fangen viele Leute an, auf dieser Stelle oder an der Stelle, die sie zuerst sehen, draufzuhauen und zu versuchen, diesen Sektor einzunehmen. Und das kann euch halt einen Strich durch die strategische Planung machen. So, und da ich jetzt schon das Thema Strategie angesprochen habe, möchte ich euch noch ein Video zeigen, was ich an einem GVG-Abend vor kurzem aufgenommen habe. Vielleicht nochmal zur kurzen Vorerklärung. Ihr seht hier unser Hauptquartier an dieser Stelle. Und was kurz zuvor passiert ist, ist, dass eine andere Gilde diesen Sektor hier eingenommen hat. Der war, möchte ich meinen, also entweder war der freigegeben oder war auch von uns. Ich weiß es nicht genau, ob der von uns war. Aber der Sektor wurde kürzlich zuvor eingenommen und üblicherweise ist es halt so, dass verschiedene Gilden im Asa landen und schauen, ob sie was von dem Gebiet abhaben können, um dort eben ein paar Punkte zu machen, Kampfpunkte oder Machtpunkte zu generieren oder eben auch Ranglistenpunkte für die
also Prestige für die Rangliste, um da ein bisschen weiter oben zu stehen. Und uns ist eben aufgefallen, dass hier eine Gilde gelandet ist und das neben unserem Hauptquartier der Fall ist. Und in dem Fall haben wir spontan uns entschlossen zu schauen, dass dieses Hauptquartier jetzt an eine Position kommt, die uns nützlich ist. Das Problem nämlich ist, dass das Hauptquartier an dieser Stelle komplett eingebaut ist. Das heißt, es ist umrundet von Sektoren, die nicht mehr angreifbar sind, weil die alle Schilde oben drauf haben. Und wir könnten das jetzt zwar noch einmal verschieben, beispielsweise hier hin, um dann von hier zwei weitere Sektoren einzunehmen, die hier unten. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit noch, wie das Hauptquartier verschoben werden kann, und das ist eben durch Eroberung. Und da uns eben aufgefallen ist, dass hier eine Gilde gelandet ist, dachten wir uns, wollen wir doch mal schauen, ob die uns vielleicht auch noch unser Hauptquartier angreift und dadurch das Hauptquartier verschiebt. Und dazu muss man wissen, wie das Hauptquartier fällt, wenn es verschoben wird. Es ist grundsätzlich so, dass das Hauptquartier immer auf den nächstgelegenen Sektor fällt. Wären jetzt beispielsweise diese drei Sektoren hier direkt daneben unsere, dann würde das Hauptquartier auf einen dieser drei Sektoren weiterspringen, wenn dieser Sektor eingenommen wird. Also die Chance ist 1 zu 3, dass es auf diesen fällt, diesen oder diesen. Wenn man jetzt keinen direkten Nachbarn hat, ist es so, dass es auf den nächsten Ring weitergeht. Das heißt, der erste Ring sind ja diese Sektoren, die hier direkt den grünen Sektor mit dem Hauptquartier umgeben. Der zweite Ring ist dieser Bereich. Der ist schon ein bisschen weiter gefasst. Genau. Ich kann das ja mal kurz nochmal aufmalen. Das dient vielleicht auch zur Verdeutlichung. Und um das zu demonstrieren, zeige ich euch mal ein Screenshot von unserer Zukunftskarte und zeichne hier mal diese Ringe ein. Wo würde also das Hauptquartier hinfallen, wenn es jetzt hier weggeschlagen wird? Also hier seht ihr gerade, unser Hauptquartier steht an dieser Stelle. Und wenn wir jetzt annehmen, dass wir beispielsweise einen Angriff von dieser Gilde bekommen und die unser Ge Hauptquartier einnehmen, dann gibt es zunächst drei Möglichkeiten, wo das Hauptquartier hinfallen kann. Ich zeichne jetzt erstmal den kompletten Ring ein, wo das Hauptquartier zuerst hinfällt. Also es fällt auf den benachbarten, auf einen der benachbarten Sektoren. Aber die meisten davon sind ja raus. Deswegen nehme ich den Ring jetzt nochmal raus und zeichne nur die Teile ein, wo es realistisch hinfallen kann. Auf den freigegebenen Sektor kann das Hauptquartier nicht fallen, auf die Sektoren der Gegner ebenso nicht. Also blau ist Ring 1. Wenn diese blauen Sektoren uns nicht gehören würden, dann sehe es so aus. Ich nehme jetzt mal die Farbe Pink und zeichne mal erst den ganzen Ring wieder. Das ist jetzt ein bisschen. Schon ein bisschen drüber nachdenken. Genau. Das ist der komplette Ring. Aber unsere Sektoren sind eben nur diese hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also fünf Möglichkeiten, wo das Hauptquartier hinfallen könnte, wenn uns diese drei Sektoren nicht gehören würden. Das heißt, es gibt eine Chance von 1 zu 5, dass es auf einen dieser Sektoren fällt. Wenn uns auch diese Sektoren nicht gehören, dann fällt es natürlich auf den nächsten Ring. Jetzt zeichne ich nur die Sektoren ein. Das ist dieser Sektor und diese drei Sektoren. Im Fall dessen, dass uns auch diese nicht gehören, fällt das Hauptquartier auf einen dieser beiden untersten Sektoren. Und wenn man aber dafür sorgen will, dass das Hauptquartier auf einen ganz bestimmten Sektor fällt, dann kann man Sektoren freigeben. Wir könnten jetzt zum Beispiel, wenn wir auf dieser Karte nichts mehr hätten, dafür baue ich mal kurz hier den Kram zurück. Nehmen wir mal an, wir hätten nur noch das Hauptquartier hier.
All diese Sektoren, die jetzt weiß sind, wurden freigegeben. Und der Gegner greift uns hier an. Dann springt unser Hauptquartier also zwangsläufig auf einen dieser beiden Sektoren hier unten. Wenn wir wollen, dass das Hauptquartier hierhin springt, damit wir beispielsweise diese vier Sektoren direkt im Anschluss angreifen können, können wir dann nochmal handeln und auch diesen Sektor noch freigeben. Und in dem Fall würde das Hauptquartier genau hierhin springen. Und genau diese Technik haben wir angewendet in dem Video, auf das ich jetzt wieder zurückkomme. So, zurück im Video. Lasse ich das jetzt laufen. Und ihr seht, dass wir dort oben Sektoren freigeben. Diese Sektoren geben wir schon mal frei, da wir uns abgesprochen haben mit anderen Gilden auch, dass die diese Sektoren einnehmen. Weil man hätte sowieso über diesen Sektor noch in unser Gebiet hier einfallen können. Und deswegen haben wir uns abgesprochen, dass diese Sektoren eingenommen werden. Aber das ist auch eine Vorbereitung darauf, dass das Hauptquartier, sollte das hier angegriffen werden, nach da oben fällt. Wenn man nämlich hinguckt, dann sieht man, dass hier viele Ringe ausfallen. Dieser Ring fällt aus, da kann das Hauptquartier nicht hinfallen. Auch der nächste fällt raus. Auch der übernächste fällt raus. Das heißt, wir sind 1, 2, 3, 4 Schritte weiter mit dem Hauptquartier. Also vier Sektoren entfernt, also auf dem vierten Ring würde es fallen. Im Moment, also im Moment würde es hierhin fallen. Was wir aber gerne wollen, ist, dass das Hauptquartier hierhin fällt, weil nämlich wir von diesem Sektor aus diese Sektoren hier unten direkt angreifen könnten. Und das ist jetzt unser Ziel, das zu erreichen. Und deswegen werden wir jetzt im Folgenden in dem Video auch noch weitere Sektoren freigeben. Also, ich zähle nochmal durch. Wie viele Schritte sind es bis zu diesem Sektor? 1, 2, 3, 4, 5. Also ihr seht, man braucht 5 Schritte. Das ist also der fünfte Ring bis zu diesem Sektor. Und wir müssen dafür sorgen, dass das der einzige Sektor auf dem fünften Ring ist. Dazu müssen wir erstmal sicherstellen, dass unser Gebiet hier unten nicht betroffen ist. Also nicht, dass das Hauptquartier nach unten fällt. Also zähle ich das ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, wir brauchen 6 Schritte bis hier unten hin. Das bedeutet, das ist erst der sechste Ring. Also das Hauptquartier kann erst hier unten hinfallen, wenn diese Sektoren hier oben alle freigegeben wurden. Aber da wir 1, 2, 3, 4 Schritte entfernt noch einen Sektor besitzen und 5 Schritte entfernt noch einen zweiten Sektor besitzen, müssen wir sicherstellen, dass auch diese freigegeben werden, wenn dieses Hauptquartier erobert wird. Deswegen lasse ich jetzt mal weiterlaufen. Wir beobachten jetzt gerade noch. So, im Chat schreibe ich jetzt noch meinen Gildenkollegen, dass sie die Belagerungsarmee in Ruhe lassen, falls die uns dort angreifen. Und warte, ja, ich gebe anschließend noch mehr Sektoren frei. Und da kommt die Belagerungsarmee. Und unser Hauptquartier wird angegriffen. Der letzte Sektor ist jetzt freigegeben. Und jetzt spule ich mal ein bisschen vor, weil das dauert ja eine ganze Weile, bis der Sektor eingenommen ist. Der ist ja voll verteidigt. So, jetzt sind wir hier an dieser Stelle. Und der Sektor ist jetzt fast eingenommen. Es fehlen nur noch wenige Kämpfer. Und wir haben zusätzlich zu diesen beiden Sektoren eben auch noch diese beiden Sektoren freigegeben. Hier greift jetzt auch die Gilde an, die wir informiert haben, dass sie bitte den Strand einnehmen sollen. Und die beiden haben wir hier freigegeben, weil das eben noch eine gewisse Unsicherheit war. Das ist hier eben einerseits der vierte Ring,
Wenn ich denen nicht freigegeben hätte, wäre das Hauptquartier definitiv dorthin geflogen. Und das hier ist der fünfte Ring. Aber wenn wir den nicht freigegeben hätten, dann hätte es eine 50-50 Chance gegeben, dass das Hauptquartier entweder hier oder da hinfliegt. Da die Gilde, die wir hier angreifen möchten, jetzt inzwischen auch den Braten gerochen hat, versucht sie natürlich zu verhindern, dass das Hauptquartier geschoben wird. Also die verteidigen jetzt hier in unserem stellvertretend für uns mehr oder weniger unser Hauptquartier. Aber das war jetzt mehr in unserem Sinne, dass das Hauptquartier geschoben wurde und es ist tatsächlich so gefallen wie erwartet, nämlich eben auf den fünften Ring, den einzigen Sektor im fünften Ring, der möglich war und das ist genau hier drüben. Und jetzt beenden wir natürlich das, was wir eigentlich vorhatten und greifen dort die Gilde an. Die versucht auch zu verteidigen. Aber wir sind noch in guter Mannstärke da. Das nächste Hauptquartier steht auch schon. Die nächste Belagerungsarmee natürlich. Und jetzt kommt der Clou. Wir können unser Hauptquartier noch einmal verlegen, und zwar genau hier unten hin, weil wir es nicht selber verlegt haben, sondern weil es uns geschoben wurde. Und durch diese Verlagerung des Hauptquartiers haben wir jetzt die Gelegenheit, noch drei weitere Sektoren zu erobern. Und das tun wir dann auch. Ja, und das soll es eigentlich gewesen sein zu meiner Erklärung zum Hauptquartier und zu dieser Folge. Und ich hoffe, das war hilfreich für euch. Und wenn das der Fall war und ihr die Folge interessant fandet, dann gebt ihr bitte einen Daumen nach oben und abonniert gerne auch meinen Kanal, wenn ihr auch die zukünftigen Folgen nicht verpassen wollt. Falls ihr selber GVG spielt, könnt ihr da natürlich auch das Video weiterreichen an eure Gildenmitglieder, damit die sich selbst auch informieren können über bestimmte Themen zum GVG. Das ist jetzt die 11. Folge dieses Tutorials. Ich habe schon diverse andere Themen angesprochen. Schaut gerne mal, was ich noch so habe auf meinem Kanal. Und vielleicht könnt ihr ja dem einen oder anderen damit weiterhelfen. Dann danke ich fürs Zuschauen und wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!